gerade Fall 2. Wenn wir zwei Geraden haben, dann können die entweder parallel zueinander sein und haben einen Abstand zueinander, oder sie sind identisch und liegen sozusagen aufeinander, oder sie sind windschief. Die eine Gerade ist zur anderen windschief. Das heißt, sie berühren sich nicht, sie haben irgendwo einen Abstand zueinander. Diese drei Fälle gibt es. Und jetzt gucken wir mal diese zwei Geraden an. Einmal g von x, 4, 1, minus 2 plus r, 1, minus 2, 3. Das ist der Richtungsvektor, das ist der Stützvektor der Geraden. Genauso hier, da ist der Stützvektor und das ist der Richtungsvektor der Geraden h. Jetzt überprüfen wir zunächst, ob die beiden Geraden parallel sind. Das ist im Grunde genommen ganz einfach. Wir nehmen in diesem Fall einen Richtungsvektor und setzen ihn den anderen Richtungsvektor der anderen Geraden gleich. Und zwar habe ich den Richtungsvektor der Geraden g, 1, minus 2, 3, 1, minus 2, 3, gleichgesetzt mit dem Richtungsvektor der anderen Geraden, nämlich diesen Richtungsvektor. Davor steht ein t. Das heißt, die Frage ist, sind diese Vektoren linear abhängig voneinander? Wir überprüfen also die lineare Abhängigkeit. Lässt sich der eine Vektor durch den anderen darstellen? Hier müssen wir gucken, was für ein t wir wählen können. T ist hier minus 0,5. Minus 0,5 mal minus 2 ist 1. Minus 0,5 mal 4 ist minus 2. Minus 0,5 mal minus 6 ist 3. Also wir können hier für t minus 0,5 einsetzen und diese Gleichung geht dann auf. Also daraus folgt, erfüllt für t ist gleich minus 0,5 und daraus folgt, die Gerade g ist parallel zu Geraden h. Jetzt, wenn sie parallel zueinander sind, kann es sein, dass sie parallel sind und einen Abstand zueinander haben oder sie liegen genau aufeinander. Kann ich nochmal mit zwei Stiften zeigen. Entweder parallel, haben wir jetzt herausgefunden, sie sind parallel, haben einen Abstand zueinander oder sie liegen direkt aufeinander und haben keinen Abstand. Wie überprüft man das, ob sie aufeinander liegen oder nicht? Das ist ganz einfach. Man nimmt den Stützvektor, zum Beispiel der Geraden h, das ist ja 3, 3, minus 5, und setzt ihn der gesamten Geradengleichung g gleich. Wir gucken also, ob der Stützvektor auf der Geraden liegt von g. Der Stützvektor von h liegt ja auf der Geraden von g. Das ist die Frage. Also gleichsetzen. Und wenn man hier für r minus 1 wählt, kommt man hier, also minus 1 mal 1 ist minus 1 plus die 4 ist 3. Minus 1 mal minus 2 ist 2. Plus 1 ist 3. Minus 1 mal 3 ist minus 3. Plus die minus 2 ist minus 5. Wir können also für r minus 1 einsetzen und diese Gleichung ist erfüllt. Das heißt, der Stützvektor der Geraden h, 3, 3, minus 5, liegt auf der Geraden g. Und sie sind gleichzeitig parallel. Das bedeutet, g ist identisch mit h. G ist also liegt genau auf H, also daraus folgt, G ist identisch zu H. Ne? Genau, mehr kann man hier nicht machen. Also die beiden Geraden liegen aufeinander und sind identisch. Es ist nur eine andere Geradendarstellungsform, aber im Grunde genommen ist H das gleiche wie G. Genau, das war schon so ein Thema gerade Fall 2.